Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil. Ja, wir laden jetzt gerade mal, weil ich musste einmal auf die Aufnahme gucken. Und irgendwie, wenn ich ein Spiel starte, ist das Problem natürlich, dass ich, dass ich nicht auf meinen Desktop komme, um zu sehen, wie ich am besten, oder ob es überhaupt ein Bild gibt. Ich überlege gerade, wo waren wir eigentlich letztes Mal gewesen? Das Farbband tue ich jetzt erstmal hier rein, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Natürlich, aber hier drunter. So. Mit dem blauen Edelstein weiß ich noch nicht, ob ich den mitnehme, aber ich gehe natürlich jetzt hier erstmal raus. Ja, ich überlege gerade, was wir gemacht haben zuletzt und wo wir eigentlich hin müssten. Ich gucke einmal auf der Karte, wo wir hin müssten. Denn hier gibt es noch eine Tür. Da gehe ich auch als erstes mal hin. Aber ich glaube, müssen wir nicht nach oben? Nein, wir sind richtig. Okay. Wir sind richtig. Und zwar wollte ich... Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in der... Haben wir die nicht? Und wir verwenden das. Das brauchen sie nicht. Was ist denn das jetzt? Ah, ein Schwertsymbol. Okay. Ja. Ich muss einmal in meine Notizen gucken, weil ich hatte mir ja die Türen mit den Symbolen ja aufgeschrieben gehabt. Und wo habe ich die denn jetzt? Ah, hier. Und zwar ist das Schwert erstes Untergeschoss links. Erstes Untergeschoss links. Moment. Wir sind jetzt hier. Hier kommen wir. Okay. Ich glaube, erstes Untergeschoss links. Das hier vielleicht? Nee, da ist es nicht, oder? Nein, hier ist ein Benzinkanister, ist noch Kerosin da. Nein, hier ist es nicht. Okay, lasst mich mal nachdenken, bitte einmal. Erstes Untergeschoss links. Ich weiß nicht, ob... Ach, meine Güte, ich drücke immer die falsche Taste. Ach komm, geh schon mal die Treppen hoch, Jill. Ne, von da kamen wir, ne? Oder? Moment, jetzt muss ich einmal gucken, ich bin hier. Da war noch eine rote Tür. Nochmal zurück, oder? Ja, nochmal zurück, okay. Ich muss einmal nachgucken, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt hin müsste. Erdgeschoss links, Schreibmaschine Serum. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nee, eigentlich wollte ich in die andere Tür. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. Oh, fängt ja wieder mal gut an, Leute. Es fängt wirklich mal gut an.
Da wollte ich rein, genau. Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol, okay. Hier war ein Helmsymbol. Och, Mensch, ich werd wohl kein Freund von dieser Steuerung. Da war mir das. Na, okay. Ich beschwer mich nicht. Was ist hier? Sie haben den Dietrich. Oh. Okay, wir haben eine Tür gefunden mit dem Dietrich, aber das war nicht die Tür, die ich eigentlich wollte, sondern. Sind das Kräuter? Kann ich die aufheben? Hier wachsen grüne Kräuter, die brauchen sie jetzt nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier bin. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Okay. Anscheinend habe ich etwas gefunden. Ja. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, Moment. Hier. Ah, Moment. Ich muss nochmal hier rein, weil ich habe irgendwas vergessen aufzuheben. Da ist es nämlich rot. Also gucke ich jetzt mich genau um. Was hier noch so ist. Okay. Das zeigt mir hier rot an. Ist das der Balkon? Ich denke, das ist der Balkon, wo ich später hinkomme, ne? Weil die grünen Kräuter konnte ich ja nicht aufsammeln und ja. So, Moment. Wo war noch ein Schwert? Erdgeschoss. Rechts. Neben der großen Tür. Loch statt Augen. Erstes Obergeschoss links. Erdgeschoss links. Rüstung. Boah. Wassergewitter. Ach so, hier bin ich. Okay. Gehe ich mal hier rum, weil hier war ich. Wir haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Okay. Wo bin ich denn hier? Gehen wir erstmal hier rein. Die Tür ist verschlossen, ein Rüstung. Symbol. Also wir haben jetzt wieder ein Rüstungssymbol. Und zwar sind wir Villa, erstes Obergeschoss rechts. Erstes OG rechts. Was war das? Rüstung, ne? Boom. Okay. Gut, dann haben wir hier schon mal eins. Mit Rüstung. Und hier, die Tür ist verschlossen, auch. Erstes OG. Rechts. Um die Ecke. Dasselbe. Okay, dann suchen wir. Wir gehen jetzt einfach mal systematisch hier einfach durch, weil wenn ich hier schon mal drinne bin, kann ich auch. Ist hier irgendwas? Ein Holzpassepartout. Okay, ich weiß zwar nicht, wofür ich das mitnehmen muss.
oder wofür ich das brauche. Das heißt, wir gehen erstmal hier. Wir gehen einfach mal systematisch durch jede Tür. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Na, still. Okay, hier kann ich rein. Wo bin ich denn jetzt hier? Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Ist die was? Muss ich mir die merken? Muss ich die mir merken? Alter, liegt was. Na, geh doch zurück zu der Lampe. Ja, gib auf. Ein Schachbrett aus Stein. Anscheinend endet das Spiel in mit einem Schachmatt. Ja, aber ich will. Ach, chill. Hundepfeife. Oh. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Das ist nicht die Terrasse, wo wir durchgegangen sind, oder? Oder? War das die? Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Soleman. Okay. Okay, da liegt noch was. Oh, Munition. Ich habe ja auch so wenig. So. Ist hier noch etwas? Ja, hier ist noch etwas. Okay. Halt, stopp. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Da liegt aber noch was anderes. Ein Feuerzeug. Yay! Wir haben ein Feuerzeug und wir sind voll. Voll. Sind wir jetzt hier? Da ist noch was. Irgendwas ist hier noch. Bücher über die Völker von was? Bücher über die Völker der Erde. Okay. Irgendwas muss hier noch sein, Leute. Es blinkt rot. Ein altmodisches, da steht Jupiter drauf. Okay. Aber hier ist nichts mehr. Oder? Noch was. Aber mir wird das doch hier rot noch angezeigt. Das heißt, da muss definitiv noch was sein. Aber was? Weil ich habe gemerkt, da ist hier noch. Ein offenes Tagebuch, ja. Ah. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf.
Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Ja, Wissen ist Macht. Die Macht ist mit dir. Nein. Ja, so, hier sind wir schon mal fertig. Jetzt gehen wir hier durch. Ach du Scheibenkleister. Nein, 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 lass mich. Ist er tot? Bist du tot? Lebst du noch? Sag nein. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Leute, ganz ehrlich, ne? Ja. Habt ihr das gehört? Ist er hier oben? Nein, dann ist er unten. Dann gehen wir doch mal. Zombies jagen! Yay! Weil da ruft ja schon so schön. Ich bin. Oh. Bleib liegen. Kevin, bleib liegen. Du mieses. Nein, 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 nein. So. Böser Kevin. Ich weiß nicht, was ich mit Kevin habe, ne? Aber ich mag den Namen nicht. Kann ich das prüfen? Warte, was? Keine besonderen Merkmale. Kann doch aufklappen, Leute, oder? Wofür brauche ich jetzt das Brett eigentlich? Ich weiß es echt nicht. Ich gucke hier mal. Ich hoffe, da ist ein Speicherplatz, weil nicht, dass ich speichern will, aber ich möchte gerne. Oh ja, hier ist bestimmt eine Kiste. Yay! Wo ich ablegen kann. Okay. Feuerzeug. Brauchen wir das? Brauchen wir das Brett? Ich würde am liebsten nichts ablegen wollen. Das Brett brauchen wir. Das Feuerzeug auch. Den Schlüssel ebenfalls. Das hier tun wir erstmal hier rein. Und ich glaube, das Messer tun wir auch mal rein. So, dann haben wir zwei Plätze. Zwei. Ja. Hier liegt noch Munition. Durch das warme Licht entspannen sie sich. Da ist Munition! Ich will nicht wegen des warmen Licht entspannt sein, ich will die Munition haben. Treibstoffkanister, ja. Toll. Müll mein Inventar wieder voll. Warte, hier ist eine Werkzeugkiste. Alte Kiste und Leitern stehen hier herum, okay. Es ist noch auffüllen. Ja. Mal schauen. Ich tue das jetzt erstmal.
Weil ich weiß ja nicht, wofür ich das noch brauche. Und ich habe so wenig Platz, Leute. So wenig Platz. Und es ist nervig. Hier, guck mal, hier ist sogar noch ein grünes Kraut, was ich einfach mal mitnehmen könnte. Grünes Kraut mitnehmen, ja. Und hier ist jetzt alles grün, genau. Jetzt gehen wir mal natürlich wieder nach oben. Ich hoffe, der bleibt liegen und wird nicht wiederkommen. So. Wir kamen, waren wir von dort? Ja, von hier kamen wir. Und hier will ich gerne rein. Ich will hier rein, Jill. Ach Mensch. So. Diese Tür hat keinen Griff. Wir können nicht durchgehen. Okay. Aber hier, oder? Stopp. Da rein. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Wo bin ich jetzt? Villa, erstes Obergeschoss. Okay. Moment. Einmal ganz.
So Leute, da bin ich wieder. Es war mein Telefon. So, wir gucken jetzt mal natürlich weiter. Da war Rüstungssymbol, ne? Und was ist hier? Okay. Ach nein. Oh, verdammt. Jetzt. Oh, guckt mal, ich habe Kräuter. Und natürlich kombinieren wir das. Kombinieren mit dem. Ach, ich müsste wieder nochmal. Und das einmal. Kann ich das hier auch gleich direkt mit kombinieren? Geht das? Nein, natürlich nicht. Bevor ich hier weitergehe, gehe ich wieder runter. Ich habe wirklich sehr, sehr viel in meine Tasche. Und ich habe aus Versehen meinen Timer ausgestellt. Ja, Leute, ich habe meinen Timer ausgestellt. Ich überlege gerade, ich war zuletzt bei der 21 Minuten oder 27 Minuten. Aber Moment, Moment, einen kleinen Moment. Ich könnte doch das. Wieso kann ich das nicht? Okay, ich kann es nicht kombinieren, war klar. So, das behalten wir noch. Wir gehen noch mal nach oben. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, was machst du? Du hast doch, du bist kreuz und quer. Ich glaube, ich verbrenne den. Er ist mir nicht geheuer gerade. Burn, Baby, burn. Dann kann er sagen, Knusper, Knäuschen, ihr knuspert mich so an. Und Jill würde sagen, das Feuer, das Feuer. Ja. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ist hier schon mal grün? Hier ist grün. Perfekt. Wir. Ah, guckt mal. Guckt mal, was wir jetzt machen können. So, und das einmal. So. Da ist eine Karte von der Villa erster Obergeschoss. Mitnehmen, ja. Jawohl, endlich. Wir haben eine vollständige Karte. Und hier ist noch irgendetwas. Und ich weiß nicht, ob das mit der Hundepfeife ist. Aber das ist östlich. Das ist hier das mit dem Hund. Was ist hier? Was habe ich hier vergessen? Da muss ich gleich nochmal nachschauen. So. Wir haben die Karte vom Villa o erster Obergeschoss. Und hiermit sind wir jetzt auch durch in den Raum. Und wir gehen. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Okay, wir sind erster Obergeschoss, erster OG, rechts, Film. Okay,
Hier kamen wir leider. Wir gehen, da war eine Treppe runter. Ja, weil, wisst ihr was? Ach, ja. Wir sind ja hier oben schon durch und von daher, ja. Gucken wir jetzt mal. Na komm, Jill. Ein brav weitergehen. Da kamen wir nicht rein. Die Bilder. Die Wand ist voller Porträts. Alle Gesichter wurden übermalt. Warum? Warum wurden alle Gesichter übermalt? Aber das sieht jetzt nicht danach aus. Boah, weißt was? Du gehst mir gerade auf den Sack. Natürlich, ne, als Frau hat man keinen Sack, aber okay. Er geht mir auf die Nerven. So. Besser. Ja, ey, Jill. Jill! Oh, ich finde das schön, dass Jill lange Haare hat. Ich weiß nicht, ob wir dieses Symbol oder das hier brauchen. Aber da gucken wir gleich mal. Wir machen jetzt Burn, Baby Burn. Dann sagt er Knuster, Knuster, Knäuschen. Oder kennt ihr diesen einen Film von wegen? Ja. Von wegen. Yay. Oh, sicher ist sicher haben wir. Klasse. Aber der ist immer noch da. Nochmal. Das brauchen sie jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Wisst ihr was? Wir tun auch den Heilkraut. Die Heilung auch gleich mal da mit rein. Einfach nur so. Weil ich es kann. Obwohl, nee, wir haben nur einen Platz frei. So. Jetzt haben wir zwei Plätze frei. Wir haben immer noch einen Schlüssel. Das Feuerzeug. Nee, das Feuerzeug behalten wir mal. Wir laden aber mal Kerosin auf. So. Natürlich speichern wir nicht. Erstmal. Erstmal speichern wir nicht, Leute. Oh, er ist weg. So. Der Türgriff sieht... ja, der könnte trotzdem hindurchgehen. Da ist die Wand an. Wollen wir? Warte mal. War hier nicht noch eine... Ist hier nicht eine Tür noch? Ach nee, das sind Bilder. Ups. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen, ja bitte. Danke. Ich weiß nur nicht, wo wir hier rauskommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, sieh mal einer an. Kommen wir hier vielleicht? Rein. Hey, schaut mal. Wir kommen hier rein. Ach, wo sind wir? Hier ist grün. Und hier können wir rein. Ja. Hier ist voller Schmutzwasser, ja. Ich darf jetzt mich nicht erschrecken.
Und ich tue es hoffentlich auch nicht. Okay, ich habe mich nicht erschrocken. Eine Wasserleiche! Ja, komm, schieß. Ich will absch... Schieß doch! Okay, dann tritt drauf. Ja, da würde ich auch kotzen gehen. Okay. Klopapier! Ey, Leute, braucht jemand noch Klopapier? Ja. Kriegs von Klopapier. Entschuldigung. Nein, dafür entschuldige ich mich nicht. Es ist halt so. Die kloppen sich wegen Klopapier. Leute, wie krank ist das denn? Das ist krank. Sie haben den Dietrich verwendet. Ja, okay, gehen wir da mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, falls ich diesen Serum brauche. Ja, Chemikalien mitnehmen. Hier sind noch grüne Kräuter. Und ich darf höchstwahrscheinlich wieder zurückgehen. Sie können nichts mehr tragen. Verdammt, hier ist alles noch rot, ne? Ja, das heißt, ich muss hier zurück, denn, ups, ein paar Sachen ablegen, ja. Ja. Einfach nur ein paar Sachen ab. Und ich weiß nicht, wo ja der Speicherplatz war. Lassen. Natürlich merke ich mir ja auch sowas nicht, ne? Ach, du Scheiße! Uff. Nein, lass mich los, du Penner! Wo bin ich eigentlich jetzt? Bin in die. Hier rein. Habe ich jetzt wirklich das Wort P benutzt, Penner? Ja. Tut es mir gerade leid? Nein, natürlich nicht. Oder? Doch, irgendwo schon. Aber ich frage mich, ach so, das ist das grüne Kraut, ja. Och.
Nee. So, Leute, da ich nicht weiß, wie lange ich schon spiele, werde ich jetzt mal speichern. Genau, ich werde jetzt speichern. Wir haben fünfmal gespeichert. Und dann werde ich mich für heute mit der lieben Jill natürlich, mit der lieben Jill mich für heute verabschieden. Und ich wünsche euch alles, alles Gute und viel, viel Spaß. Unterstützt doch meinen Kanal, Diris Elder, Nisjaha. Und lasst doch bitte ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Gebt mir doch ein Feedback. Ich würde mich halt sehr darüber freuen, dass meine kleine Community wächst. Ihr findet mich auf Twitter, in Facebook und in Instagram auch. Aber im Moment bin ich in Instagram nicht so aktiv, wie ich es gerne sein wollte oder möchte. Bitte ich euch noch ein bisschen um Geduld, weil ich erstmal Zeit brauche. Nein, ich muss das vernünftig aufbauen. Ich bin unter Nisjaha2 in Instagram, da könnt ihr mir folgen. Ja, und ich würde mich halt wirklich freuen, wenn ihr mich in Facebook, Twitter und in Instagram mir eine Freundschaftsanfrage sendet oder halt auf Folgt mir klickt, weil dann zeigt ihr mir damit, dass meine Videos nicht langweilig sind, sondern zu gut. Und ja, auch wenn das jetzt im Moment auf leicht ist, aber wie gesagt, vielleicht kommt auch noch ein Replay irgendwann raus, wo ich es auf normal habe. Und dann vielleicht auf schwer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, dass ihr mir wirklich ein Feedback da lässt, ein Abo und ein Däumchen nach oben wäre auch sehr schön. Und hiermit verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Viel Spaß! Ja, ich habe auf F10 geklickt und wollte eigentlich die Aufnahme beenden, aber ist halt nicht. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Gute, viel Spaß und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.